Herzlich willkommen beim Quiz und seit ein paar Jahren weiß ich, dass McDonald's nicht nur zuständig ist für kurzfristige Sättigung, sondern auch für freie Scheiben am Auto. Sehr gut. So, bevor wir uns aber mit diesem wunderbaren Unternehmen beschäftigen, gucken wir auf ein anderes wunderbares Unternehmen. Muss man ja mittlerweile sagen, es sind ja keine Fußballvereine mehr, sondern Unternehmen. Das ist der FC Bayern München. Der hat uns in der letzten Woche sehr beschäftigt, oder beziehungsweise euch, denn ihr wolltet mitmachen und gewinnen und wir lösen jetzt die Fragen auf. Frage 1 war, welchen Fußballspieler sich der FC Bayern denn holte von Manchester City und da habt ihr meinen Tipp von Udo Jürgens ganz stark zu Herzen genommen, nämlich Leroy Sané war das. Die zweite Frage, wie viele Mitglieder hat denn der Verein aktuell? Und da gibt es natürlich immer so leicht Abweichungen, da kann man nie genau sagen, wie viele sind jetzt auf dem Punkt. Deswegen sind das 293, 294.000. Frage 3. Wie viele Tore schoss Thomas Müller in der aktuellen Saison 2019-20 in allen Wettbewerben? Und das waren 12 an der Zahl. Frage 4. In welcher Sendung rief Uli Hoeneß Ende 2019 live per Telefon an, um sich über die dortige Diskussion und beziehungsweise die Aussagen von einigen Gästen zu beschweren? Das war im Sport 1 Doppelpass. Frage 5. Welcher Platz gilt als die erste, die wirklich allererste Trainingsstätte des FC Bayern? Das ist die Schirenwiese, wenn ich sie so richtig ausspreche, an der Wittelsbacher Brücke in München. Frage 6, an welches Logo eines aktuell, also da muss ich jetzt wirklich sagen, da müsstet ihr genau lesen, an welches Logo eines aktuell und auch zukünftig in der ersten Bundesliga vertretenden und stehenden Vereines erinnert das Logo des FC Bayern von Anfang der 1920er Jahre stark. Also nicht das aktuelle Logo, sondern das Logo des FC Bayern vom Anfang der 1920er. Und da kann man ganz klar sagen, das ist das Logo vom ersten FSV Mainz 05. Frage 7. Kam der Torschützenkönig der ersten Bundesliga-Saison vom FC Bayern oder HSV? Das war wieder ganz eindeutig, nämlich vom HSV. Das war Uwe Seeler. So, das waren die 7 Fragen zum FC Bayern. Und jetzt widmen wir uns ganz diesem Unternehmen, McDonald's. Und da ist eine ganz interessante Geschichte. McDonald's hat 2018 übrigens gute 6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Nicht Umsatz, sondern Gewinn. Das ist ungefähr das, was sich viele YouTuber im Dezember an YouTube-Einnahmen mindestens versprechen. So, jetzt kommen wir aber zu den richtigen Fragen, die sich nur um McDonald's drehen. Und die erste Frage ist folgende. In welchem US-Bundesstaat eröffnete 1940 die weltweit erste offizielle McDonald's-Filiale? Klassische Einstiegsfrage, das bekommt ihr hin. Frage 2. In welchem deutschsprachigen Land ist es seit einigen Jahren möglich, über McDonald's-Filialen Kontakt zur US-Botschaft aufzunehmen? So, und wer unseren ehemaligen Zweitkanal, die Superlative Chartshow, kennt, ja, der kennt die Antwort auf diese Frage. Frage 3. Wie heißt der Film, in dem sich ein US-Regisseur 30 Tage lang von McDonald's-Essen ernährte, also morgens, mittags, abends, um die Folgen für den eigenen Körper auszutesten? Frage 4. Wie viele Franchise-Filialen hat ein McDonald's-Franchise-Nehmer in Deutschland durchschnittlich? Und da gebe ich als Tipp, nein, ich habe das nicht ausgerechnet selbst. So viel Zeit habe ich nun auch nicht. Frage 5. Aus was bestand der Kopf des allerersten McDonald's-Maskottchens? Frage 6. Welche königliche europäische Dame besitzt ihr eigenes McDonald's-Restaurant? Auch sehr interessante Geschichte. Und unsere letzte Frage, Frage 7, wie immer die Auswahlfrage. Hat weltweit gesehen McDonald's oder Burger King mehr Filialen? Auch da gibt es, glaube ich, eine sehr eindeutige Tendenz. So. An dieser Stelle wünsche ich euch allen viel Glück. Macht mit, schreibt eure Antworten in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr alle Fragen richtig beantworten könnt, dann habt ihr die Chance auf einen iTunes oder Google Play Gutschein in Höhe von 15 Euro. Ihr habt Zeit mitzumachen bis diesen Samstag 24 Uhr. Und bis dahin viel Glück und schönes Wochenende.